Janet Biedermann ist wieder da. Am 23. Januar erschien ihr neues Album Indiana Ehrenwort. Es ist bereits das zweite mit ihrer Band Ewig. Nicht nur musikalisch hat sich der ehemalige GZSZ-Star weiterentwickelt. Auch ihr Look im aktuellen Video wirkt irgendwie verändert. Die Facebook-User sind sich sicher, Janet Biedermann hatte eine Beauty-OP. Die Sängerin stellt jedoch im Interview mit InTouch Online klar, alles Quatsch. Nein, aber das ist in der heutigen Zeit, nehmen sich die Leute das einfach raus, sowas zu sagen. Das ist völliger Quatsch. Ich bin 34 Jahre, bitte. Ja, also warum soll ich mich operieren lassen? Das wäre ein bisschen fehl am Platze. Also kann auch nur jeder Frau oder jedem Mädchen empfehlen, lasst euch nicht verrückt machen von diesen ganzen Labereien und diesen ganzen Geschichten. Also wenn sich eine 60-jährige Frau vielleicht liften lässt, weil sie sagt, oh Gott, ich kann damit nicht leben mit den Falten, ist das eine andere Sache. Aber ich bin 34 Jahre alt, ist alles gut. Genauso entspannt ist Janet Biedermann auch bei der Karriere. Zurück zur Daily Soap, never ever. Also ich habe das ja alles schon mal gemacht. Ich hatte meine eigene Telenovela, ich habe in der Soap mitgespielt, ich habe viele tolle Filme gedreht. Und ich glaube, also gute Zeiten nicht mehr. Warum soll man etwas machen, was man schon mal gemacht hat? Da kann man auch mal den Platz lassen für andere. Da kommen viele junge Menschen, die auch gerade vielleicht wie ich damals ihren Anfang nehmen und dort starten und ihre Wurzeln setzen. Insofern kommt das nicht mehr für mich in Frage. Und es gibt noch eine andere Sache, die 1,52 Meter große Blondine ausschließt, und zwar das Dschungelcamp. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Allein aus Natur, rein aus naturwissenschaftlichen Gründen, ich würde mich da mal um Blätter und um Ameisen und Tiere kümmern. Ich würde die mal unter die Lupe nehmen. Nicht da rumsitzen und schwitzen und meckern und Geschichten ausplaudern. Mal die Natur anschauen. Mal so eine Giftspinne von nahen, mal sich richtig angucken. Mal schauen, wie ist die gebaut? Wie sieht die aus? Welche Farbe? Also fest steht auf jeden Fall, dass Janet was mit den Zutaten anfangen könnte. Ja, ich könnte kochen auf jeden Fall. Da würde mal endlich einer kochen können. Ja. Okay, also 2016 dann? Bestimmt ganz nicht. Bestimmt nicht. Erstmal hat sowieso ein ganz anderes Projekt Vorrang, nämlich die Babyplanung. Mit Bandkollege Jörg Weißelberg ist Janet seit Juli 2012 verheiratet. Und wann gibt es Nachwuchs? Wir lassen uns Zeit damit, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Das gehört eben auch dazu, nicht zu viel zu wollen, nicht alles auf einmal. Man kann nicht sagen, oh, wir machen Karriere und wir machen jetzt dies und dann bauen wir noch ein Haus und dann kriegen wir aber noch ein Kind und alles gleichzeitig geht nicht. Insofern Step by Step. Und wir sind natürlich nicht mehr weit entfernt davon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, irgendwann in 10 Jahren mehr mal, das wäre auch zu spät. Aber wir sagen jetzt auch nicht, direkt morgen müssen wir verkrampft irgendwie was ritzen.